Einen wunderschönen guten Morgen und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Stadion-Vlog auf meinem Zweikanal Broski. Es ist gerade 5 Uhr in der Früh. Ich stehe bei mir vor der Tür in Herne. Jetzt geht's ab nach Portugal. Braga gegen Real Madrid. Zeit für einen neuen Stadion-Vlog. Wir gehen Rodri besuchen. Ich sehe ihn das erste Mal seit 3 Monaten wieder. Ich freue mich richtig. Das wird ein geiles Ding. Wir sind angekommen in Porto, alles ist mit am Start. Digga, was ist das denn für ein Wetter, Junge? Alter, das geht ja gar nicht mit Portugal, Sonne. Ja, ich dachte auch, gottlos. Hey Bro, ich bin jetzt schon klatschnass. Guten Morgen. Das ist das endlich in Porto angekommen Gesicht. Also ja, falls ich es vergessen habe, erstmal einen wunderschönen hier aus Porto. Ich bin jetzt mittlerweile wach. Ich habe wirklich 3 Stunden lang auf dem Flug durchgeschlafen. War super. Wir waren jetzt noch auf unsere Koffer und mir ist gerade eingefallen, wir sind ja in Porto gelandet und fahren dann gleich weiter nach Braga, wo Rodri jetzt spielt heute gegen Real Madrid. Real Madrids Fanboy Nummer 1 ist natürlich auch mit dabei. Er sieht heute das erste Mal Bellingham. Rodri, Grüße an Bellingham, sage ich dir ehrlich. Scheiß auf ihn, wirklich. Jedenfalls, letzte Mal, als ich in Porto war, das war vor 5 Jahren, 2018, hat Schalke hier noch Champions League gespielt. Und da war ich im Loch, weil wir den Gruppensieg hier gechoked haben. 5 Jahre später sitze ich hier nach dem 3-0 in Karlsruhe. Schönes Ding. Aber wir haben damals einfach, weil Anis und ich haben uns gerade so unterhalten, können wir irgendwelche portugiesischen Worte, wissen wir irgendwas? Also Porto ist auf jeden Fall mies geil. Da werden wir dann vielleicht noch am Donnerstag sein. Und das Bier, was es hier gibt, ist super Bock. Und damals einfach Schalke halt diese komplette Stadt leer gesoffen. Das war echt gut. Einfach, es gab in der ganzen Stadt kein Bier mehr und alles war vollgepisst. Das war ein bisschen ehrenlos, aber das ist ein anderes Thema. Ja, das Wetter ist nach wie vor ziemlich geil. Herzlich willkommen in Portugal. Aber, guck mal hier, wir haben uns ein Mietauto geholt. Ist jetzt für die nächsten Tage eigentlich entspannter, weil wir eh 2-3 Tage hier sind. Also bis auf Wetter ist eigentlich alles super jetzt. Sogar Audi hier. Wir gehen mal rein. Also hier, so ist das Wetter gerade, ne? Wenn man kurz 20 Sekunden draußen ist. Tschüss. Also Leute, ihr müsst mir jetzt mal hier auf die Sprünge helfen. Sag mal, bin ich komplett lost oder haben die... Es ist ein Audi ohne eingebautes Navi? Also, hä? Boah, das ist das erste Auto. Als ob das Ding kein Navi hat, Junge. Wofür habe ich denn das geholt? Ja, ich muss wieder schalten nach 2 Jahren. Scheiße, Alter. Es ist der Bruch. Audi A1 Navi freischalten, Navi updaten, Navi nachrüsten. Aua! Guck dir das an, wir sind ein Schloch. Also mal ganz kurz, das ist das Wetter die ganze Zeit. Hab mich auf Sommerurlaub eingestellt, cool. Ah, wir gehen jetzt die Tickets für das Spiel abholen und dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier noch den ganzen Mittag machen. Ich glaube, viel erleben hier ist schwer bei dem Wetter. Digga, hier ist Eltern. Es kracht komplett. Ich fahre das erste Mal seit 2 Jahren Schaltwagen und ich muss hier durch zweispurige Kreisverkehre durch. Das ist ein Bicolo Longo. Ich glaube, das ist ein langes Vehikel. Da kenne ich mich aus mit. Warum blinkt denn der die ganze Zeit, Digga? Ich bin so überfordert. Was macht ihr? Gerade wir sind Kreisverkehr gefahren, mich hat schon einer angehupt, Junge. War nur, weil ich portugiesisches Kennzeichen habe. Ich kenne mich doch hier auch nicht aus. Dritter Gang alles. Im dritten Gang, ich wollte gerade sagen. Oh Gott. Oh Gott. Oh, oh Gott. Jetzt lass ihn durch. Ach du Scheiße. Kein Gegenfall. Oh Gott, doch, der BMW-Fahrer. So ein lockeres Ding. Alles gut, alles dritter Gang. Als wäre es hier geboren. Freunde, schaut euch das an. Der Adler ist gelandet. Wir haben die Tickets abgeholt. Ich finde, diese Champions League-Tickets sehen irgendwie immer so geil aus, wenn die so ausgedruckt sind. SC Braga gegen Real Madrid. Das ist so majestätisch. Boah, das wird so geil, Junge. Und das Wetter ist auch super. Hier, schau mal her. Hab heute zum 4. Tag geduscht, weil wir gerade original vom Auto bis zum Haus so eine halbe Minute gelaufen sind. Nice. Ah, das hat mir gerade gesagt. Ich habe zum 4. Tag geduscht gesagt. Zum 4. Mal an diesem Tag, habe ich gemeint. Die denken, ich mache das in den Streams absichtlich. Ich bin einfach verloren, Mann. So, wir gehen jetzt in die Stadt und gucken, dass wir irgendwo was essen. Und wir müssen noch Gala gucken. Stimmt, Chimbombom. Würdest du sagen Chimbombom? Chimbombom, 2-1. Chimbombom. Einfach Braga Innenstadt. Regenrinne tropft auf so ein Stromkabel drauf. Das kommt nicht durch den TÜV, sag ich dir ehrlich. Ey, ist aber eigentlich echt schön hier, ne? Ihr müsst euch das halt vorstellen, dass die Sonne scheint, aber es ist eigentlich so ein geiler
Altstadt-Flair. Wir werden jetzt ja auf jeden Fall uns mal so ein bisschen umschauen, ein bisschen erkunden. Ich glaube, hier ist Casa dos Combras, Café Museum. Aha, aha. Hier ist auch so eine alte Kirche. Wir sind jetzt hier an so einer Plaza. Da ist auch irgendein großes Gebäude. Aha, aha, aha. Schön hier. Also es läuft. Das ist Praga. Das Wetter ist super. Schön hier. Also hier ist ein Shoppingcenter und da ist sogar ein Prager Fanshop. Da möchte ich rein. Ist es hier? Ich weiß es nicht. Also eigentlich suchen wir jetzt nur ganz dringend irgendwas, wo wir rein können. Falls ihr euch übrigens fragt, was aus dem Regenschirm geworden ist. Ich halte stetigen Kontakt zu meinem Vater und der hat mir gerade geschrieben, in einer halben Stunde hört der Regen auf. Ja, danke für den Tipp. Noch sind 10 Minuten, muss man sagen. Ja, Ey, hier rechts ist direkt der Prager Shop. So, wir gehen da jetzt rein, wir holen uns irgendwas. Ich will ein Salazar-Trikot. Let's go. Oh. Ist das so schön warm. Das ist so geil. Also bei so einem Schal sehe ich mich eigentlich, muss ich sagen. Für einen Zehner kann man mal aufladen auf jeden Fall. Oh, guckt euch das an, Freunde. Es wurde reingeshoppt. Salazar-Trikot. Die sehen eigentlich echt geil aus, ne? Ich finde die echt cool, die Trikots. Sehr schönes Ding. Ich habe hier generell ein bisschen reingeshoppt. Ich habe mir noch einen Schal geholt. Der wird auf jeden Fall nachher getragen. Und so ein bisschen, um gegen den Regen vorzubeugen, so eine kleine Kappe. Ist eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Und das Ding ist, all in all geht's eigentlich. Ich habe jetzt 110 Euro bezahlt für Schal, Trikot und Mütze. Das geht eigentlich echt klar, wenn du überlegst. Das ist halt so ein Trikot-Gefühl. Ja. Also in Deutschland ist, glaube ich, Trikot mittlerweile für 110 mit Print. Das geht eigentlich echt klar. Es wurde sich erfolgreich eingekleidet. Ich bin jetzt hier offiziell Braga-Fan. Guck mal da hinten. Na klar, Trikot, Schal. Ja, wir laufen jetzt hier noch ein bisschen rum, machen aus dem Wetter das Beste und schauen dann mal. Wir haben hier so ein ganz cooles Restaurant in Aussicht. Das ist so 700, 800 Meter von uns, da gehen wir jetzt mal hin. So, Freunde, ihr kennt es ja, wenn ich auswärts unterwegs bin, gibt es auch noch ein bisschen Geschichte und ein bisschen Vereinshistorie für euch, damit ihr euch auch da reinversetzen könnt. Wir waren jetzt übrigens hier gerade im Zentrum Historica, also im historischen Zentrum quasi. Kann man sagen. Ich weiß ehrlicherweise nicht ganz genau, was da für Gebäude stehen. Ich glaube, hier wäre auch deutlich mehr los wegen des Champions League-Spiels, wenn das Wetter nicht so beschissen wäre. Aber Braga, was ist das für ein Verein? Das Ding ist 1921 gegründet, ist in mehreren Sportarten unterwegs. Unter anderem konnte man auch schon einige Erfolge im Leichtathletik feiern. Fußball natürlich auch. Man ist dieses Jahr wieder bei der Champions League am Start. Aktuell Tabellendritter in der portugiesischen Liga. Man ist da halt quasi neben Sporting, Benfica und Porto, kann man so sagen, die dritte, vierte Kraft. Je nachdem, das ändert sich immer so ein bisschen. Ja, und quasi so das Aushängeschild des Stadions ist das Estádio de Municipal de Braga. Habe ich das richtig vorgetragen? Ja. Estádio Municipal de Braga. 30.000 passen da rein. Und es wurde damals zur Europameisterschaft 2004 in Portugal gebaut. Und es ist auch so ein richtig geiles Stadion. Der Architekt hat dafür sogar einen Preis bekommen, weil es halt quasi in einen Fels reingebaut ist. Ich zeige euch gleich mal ein Bild, das ist Wahnsinn. Also das wären auf jeden Fall heftige Vibes, wenn wir da nachher drin sitzen. Schaut euch das mal an, einfach mitten in einen Felsen reingebaut. Richtig geil. Also ich muss sagen, mir gefällt dieser Altstadt-Flair hier in Braga im Zentrum eigentlich echt gut. Wir werden jetzt hier in dieses Restaurant reingehen. Chill, Bro. Zebrastreifen. Hat eigentlich ganz gute Bewertungen bekommen. Schauen wir uns mal an. Und mein Vater hatte recht. Regen hat aufgehört. Das Restaurant hier ist übrigens echt geil. Super klein. Hier ist sogar ein unterschriebenes Trikot von Quaresma mit Widmung. Geil. Und da hinten hängt sogar dein Krisch-Trikot. Und wir bestellen jetzt irgendwas und wir haben irgendwie so richtig nicht wirklich eine Ahnung, was es hier gibt. Aber es soll ganz geil sein. Ich glaube, ich probiere das aus. Das ist Tomahawk? Tomahawk. And 1.1 Kilogram. Yeah. Yeah, okay, I try it. Do you have any sides? With potatoes and vegetables. Yeah, usually, potatoes, French vegetables. Rice? Yes. French fries? And French fries. French fries, okay. Yeah. Okay. And vegetables. Yes. Or a salad. Vegetables. Thank you. What kind of beer do you have? I have fresh beer, Superbock. Superbock, yeah. Also darauf bin ich jetzt wirklich gespannt. Ich glaube, ich habe mich übernommen, sage ich dir ehrlich. Und ich werde wahrscheinlich heute nicht mehr laufen können. So, Superbock-Tasting. Damals noch als Schalke-Fan in der Champions League getrunken. Es geht runter wie Butter, ehrlich. Das ist ein richtig schönes. Ich glaube, Braga gewinnt heute, Bro. 2-1, Salazar, ich sag's dir so, wie es ist. Ja, Bellingham macht wieder 19 plus 8, 19 plus 10, 19 plus 12, der Wichser. So, wir haben jetzt hier unser Essen bekommen. Ganz verrückt. Am Nachbartisch. Hör genau zu, du hast es nicht verstanden. Am Nachbartisch sitzt die Mutter von José Lu, von dem Realspieler. Und morgen soll José Lu sogar hier hinkommen. Kannst du eigentlich ein Foto abholen, ne? Eigentlich schon, eigentlich schon, oder?
Und unser Essen ist da. Das ist Vorspeise. Das ist irgendeine portugiesische Spezialität. Werden wir auf jeden Fall mal reingehen. Okay, Freunde, guck ich das an. Das ist wirklich mastig. Das ist mastig. Ja, aber das sieht brutal aus. Hilfe. So geil. In diesem Restaurant ist jetzt so ein kleiner Touri-Treff entstanden. Hier sind überall so Madridisten, die Fotos mit dem Ronaldo-Trikot da hinten machen, weil es original unterschrieben ist. Und hier gehen richtige Diskussionen los. Das ist so geil. Wenn du Spanisch könntest oder Portugiesisch könntest, jetzt mitreden. Das war so geil. Die haben gerade so gestikuliert. Die Millionen. Hey, ohne Spaß, wir haben es gerade gesagt. Ich feiere diese portugiesisch-spanische Kultur so krass. Ne? Hier sind gerade diese ganzen Madrid-Fans reingelaufen. Die haben halt nicht mal irgendwie hier was gegessen oder so. Sondern einfach nur ein Bild mit Cristiano so im Shirt gemacht, weil es unterschrieben war. Und die haben wir die ganze Zeit so gesmalltalkt. Das ist wirklich ein geiler Laden. Ich werde euch den gleich mal zeigen bei Google Maps. Wenn ihr mal in Braga seid, müsst ihr hin. Essen ist super. Ja, Mann, hier ist auch sehr, sehr freundlich. And you at the game tonight? You at the game tonight? Yeah. Braga, Real Madrid? Braga, Real Madrid. What's your score prediction? 3-1. 3-1? Real Madrid. 2-Real Madrid. And Hala Madrid. Hala Madrid? Hala Madrid. Hala Madrid. Hala Madrid. Guck mal, das ist ein Freund. That's my bro. Oh, guck mal. Wir haben hier das Ronaldo-Trikot. Und die haben uns das sogar angeboten, dass wir nochmal nach oben gehen können und uns die anderen Trikots ansehen können. Ey, das machen wir, das ist so cool. Let's go. Die Leute sind hier so nett einfach, ne? Ehrlich, die sind so cool hier. Thiago. Guck mal, sogar mit Widmung immer. This was Chelsea 2004. When Mourinho went to Chelsea, yeah. He took four players with him. Ah, Portuguese one. Thiago, yeah. One was... From Porto? That's the chef. Pictures, yeah. Ah, that's the chef from the restaurant. You know Schmata? Yeah, Juan Mata. Yeah, look, sure. With Mourinho. Ah, look, to Fernandes, the chef. We had a restaurant in Chelsea. Ah, in London. In London. Oh, yeah, QPR, yeah. Right. QPR, yeah. QPR, you know, because a lot of people don't know. Paulo Sousa used to be the coach. Ah, that's the whole squad, right? Wow. Hier sind überall so Legenden. Das ist also auf jeden Fall Fulham. Ich muss sagen, das könnt ihr mal reinschreiben, vielleicht erkennt ihr irgendwas. Ja, Juan Mata ist klar. Also wenn das nicht Vieira ist, bin ich blind. Das ist 100% Vieira, oder? Jo, was ist das für ein geiler Laden. Ja, there it is. That's the one. This one. Yeah. But you will not understand it, it's pure German. No problem, man. I translate. I work with translation. Yeah. Yeah, that's me. Let me subscribe. Dude. Jawohl, hab ich auch gemacht. Ja. Ja, let's go. Hey, thank you so much. Thank you very much. Enjoy the game. Have a good game. Bye, bye. Also jetzt gibt's hier natürlich auch noch einen Shoutout, weil die Leute so korrekt waren. Hier, sogar TripAdvisor Auszeichnung. Also, das ist das Restaurant Diana. Mitten in Braga, in der Nähe vom historischen Zentrum. Müsst ihr auf jeden Fall mal reingehen. Richtig geil, die haben so ganz viele Fleisch- und Fischspezialitäten. Alle rein da. Das war echt geil hier. Wir fahren jetzt erstmal wieder zum Hotel. Machen uns dann einmal frisch. Und dann geht's endlich zum Stadion. Let's go. Und wir werden noch Gala gucken. Chimbombom. Chimbombom? 1 bis 10 das Essen übrigens. 10. Ich finde auch sehr geil. Das ist ein Overall-Paket, eine 10. Mittlerweile auch geschmeidig am Fahren. Ja, es wird besser, muss ich wirklich sagen. Es wird alles besser. Ich lerne das Auto kennen. Würdest du sagen, die Kennenlernphase war erfolgreich? Es ist jetzt was langsam was Ernstes, muss ich sagen. Ja? Langsam ist was Ernstes zwischen uns. So, ganz kurz das Hotelzimmer-Update. Das ist hier so ein Ibis-Hotel, da ist nichts Besonderes. Ganz entspannt. Zack, zack. Ausblick. Und ich würde sagen, da machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Spiel. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Stadion. Haben uns spontan entschieden zu laufen, so ein bisschen spät dran. Der Mann hier vor mir hat ein bisschen verschlafen, aber alles gut. Man kann hier nicht mit dem Auto fahren, guck ich das mal an. Die ganze Stadt ist komplett zu, es ist alles dicht. Deshalb wird jetzt gelaufen. Die ersten Braga-Fans, Freunde. Geil, Alter. Ich krieg langsam richtig Bock aufs Spiel, muss ich sagen. Hey, Freunde, das ist so krank. Man geht hier einfach an so einem Berghang her. Hier sind so überall so Weinreben. Und da hinten kommt gleich mitten im Berg einfach das Stadion. Ich glaube, wir laufen jetzt noch so 5 Minuten. Yes. Oh, zeig mal hier. Was hast du hier? Was denn? Zeig mal, das Trikot. Boah. Rosi, es tut mir leid. Aber wenn ich die Jacke aufbekomme, soll ich dir ins Lager. Hallo, Matrix. Ah, ey, ich meine es komplett ernst, ne? Wir gehen hier einen Weg entlang. Das kannst du eigentlich niemandem erzählen, dass jetzt hier gleich ein Stadion kommen soll, wo Real Madrid in der Champions League spielt. Das kannst du eigentlich keinem erzählen, Junge. Hier geht's rein. Entrance.
Hier soll jetzt gleich ein Stadion kommen. Ich bin wirklich gespannt. Könnte auch so ein Club-Eingang sein. Alles klar, wir wurden weggeschickt. War eine 1-2er-Quote. Ja, wir müssen einmal um den Berg rumlaufen. Ja, der Bruder geht rein, holt sich ein Match, der Schal. Zeig mal her, das gute Stück. Braga. Geiles Ding eigentlich. Geil, ich schwöre sie, geil. Cool. Das ist cool. Alt, 10er? 10er. 10er lag's aus. Sonne, wir haben das Stadion entdeckt. Guck mal da hinten. Einfach im Berg drin. Boah, guck mal hier. Bellingham ist am Start. Real Madrid-Flagge vor uns. Da hinten sieht man so leichtes Braga-Logo durchschimmern. Hier ist auch ein großer Parkplatz. Und da sieht man so ganz leicht das Stadiondach. Also es wird ernst langsam. Freunde, wir haben folgendes Problem. Diese Menschenmasse, die langsam unruhig wird, muss durch dieses kleine Tor hier. Ja, Bro, wie soll denn das funktionieren? Es ist nur noch eine halbe Stunde bis zum Spiel. Und wir standen gerade 5 Minuten. Unnötigerweise bei den Auswärtsfans von Real Madrid und haben uns gewundert, warum hier überall Polizei ist. Ja, nice. Wir waren absolut falsch. Ich glaube, hier links, wo das Braga-Zeichen dran ist, ist da noch so ein großer Braga-Fanstore. Muss aber wirklich sagen, hier ist so ein Chaos, ne? Dadurch, dass es auch so dunkel ist und nicht wirklich gut beleuchtet ist, kriege ich das meine mit den Autos. Keiner weiß so richtig, was er machen soll. Der Kollege hier will drehen. Es ist wirklich ganz verrückt. Also ohne Spaß, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, die sind ein bisschen überfordert hier mit CL Real Madrid. Das ist einfach wie in dem Auswärtsding da gerade. Das Vogelbild da und da sind so 2 kleine Minischlitze, so 2 Tore. Da scannt man sein Ticket und dann ist man Young, Wild and Free, oder was? Das ist echt crazy. Ich glaube, man zeigt nur sein Ticket vor, ne? Das scannt es gar nicht. Das scannt es tatsächlich gar nicht. Lol. Wild. Hä, hey, man könnte ja hier mit 8 Leuten rein. Was denn das? Was ist das Digga? Denn? Die haben das nicht mal gescannt. Oder ist da hinten noch eine Kontrolle? Boah, und da hinten seht ihr schon das Stadion. Einfach in den Berg reingebaut. Das ist so geil. Vor allem, ich glaube, es werden super viele Leute dieses Stadion kennen, ohne dass sie wissen, dass es das ist. Weil die Bilder, die kennt man auf jeden Fall. Boah, ich bin echt gespannt, ey. Also ich meine das komplett ernst. Rein jetzt nur von außen ist es jetzt schon ein Top-Tier-Stadion, ne? Richtig geil. Guck mal hier auf diese ganzen Aufgänge. Das sieht so cool aus. Alter. Und Stimmung ist auch schon da. Hier links ist noch so ein kleiner Partystand. Läuft ein bisschen Musik. Kann man sich was zu essen, was zu trinken gönnen. Ah, und jetzt wird man nochmal richtig kontrolliert. Und dann geht's rein. Junge, was ist das für ein Koloss, ne? Man muss ja auch sagen, da passen 30.000 Leute rein. Und das, obwohl die hinter den Toren keine Tribünen haben. Ich weiß nicht, ob das ansatzweise auf dem Video so rüberkommt. Aber das wirkt so gigantisch. Alter. Und wir gehen jetzt hier unten her. Hier gibt es sogar dann doch noch mal eine kleine Kontrolle. Ja, wild, ey. Borsta 09. Naja, B6 ist wichtig. Wir sind drin. Digga, wie krank ist das, wie man hier ins Stadion reinläuft? Ey, also ich habe es jetzt von innen noch nicht gesehen, aber ich finde es jetzt schon beeindruckend, muss ich sagen. Und hier reinläuft. Also, ich bin schon ein bisschen geflasht. Und jetzt werden wir gleich das Ding von drinnen sehen. Oh, ich hab so Bock, Junge. Geiles Champions-League-Spiel. Ich muss sagen, ich hoffe, Braga macht Action. Und wir haben noch nicht die Aufstellung gesehen. Ich hoffe, Rodri wird spielen, Alter. Boah, Junge! Ja, moin. Ich weiß nicht, ob man sieht. Hier unterm Stadion ist noch eine Tiefgarage drin. Boah, das ist schon so laut. Geil. Wirklich geil. Nebendran hat er noch Galatasaray gegen Bayern gespielt. 3-1 für Bayern. Gala war richtig gut. Ich habe erste Halbzeit geguckt. Die waren echt krass, Alter. Kade getroffen. Ja, Mann. Alter. Salazar von Anfang an und er ist sogar dick auf dem Bild drauf. Oh, geil. Junge, ich glaube, das wird seine Nacht. Ich sag dir ehrlich. Bruder Real? Ich habe da so Treffer in den Urin. Rodrigo spielt von Anfang an, nicht Hosselu. Bellingham. Modric spielt von Anfang an. Großbank? Tchouameni spielt nicht, Digga. Da hinten sieht man einfach, dass das Stadion wirklich im Fels eingearbeitet ist. Ne? Ich weiß nicht, ob man es durch die Kamera sieht. Da, das ist einfach im Berg drin. So, und bei dem Mann werden übrigens doch nochmal die Tickets gescannt. Also ist doch alles legit hier. Let's go. Boah, gerade noch so geschafft alles. Boah, was ein Ritt, ey. Ah, gibt doch nochmal eine Fressbude innen drin. Aber eine ganz sporadische. Und jetzt geht's rein. Oh. Alter! Krank!
das sieht krank aus. Alter, sogar ein Fähnchen ist mit dabei, mit einer kleinen Choreo. Boah, was sind das für Plätze? Das sieht halt schon mächtig aus, ne? Wow, also ich weiß wirklich nicht, ob das ansatzweise auf der Kamera so rüberkommt, aber ist krass. Also, heftig, heftig, heftig. Oh, die Real Madrid-Aufstellung. Da sitzen sie, die Madridista. Da ganz oben, da kommen sie gerade alle rein. Oh, alles, dein Mann. Oh, jetzt kommt er. Salazar! Mahmoud! Braga! 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 Wie falsch Geld hier. Ich komme einfach nicht darauf klar, dass dieser Videowürfel auf dem Berg steht. Oh, die Spieler kommen raus, es geht los. Let's fucking go. Ich muss Action machen mit der Fahne. Rot geht mit der 16. Die Real Madrid-Spieler. Wahnsinn. Braga-Fans haben ein bisschen Pyro mitgebracht. Da werden noch Mannschaftsfotos gemacht. Und die Fans sind ready und die Spieler auch. Hey, ich hab Bock. Atmosphäre ist geil. Richtig, richtig nice. Ich glaube, ich habe euch meinen Matchtipp schon gegeben, aber ich sag mit ein bisschen Hoffnung 2-1 Braga. Und der Mann fühlt sich hier wie falsch. Oh, das geht los. Und alles ist in dichtem Nebel gehüllt. Go, das Spiel läuft. Ja, stößt an, vamos. Oh, Rodri. Rodri. Oh, Elfmeter. Elfmeter. Ah, dann ist es auch keiner. Die aktive Fanszene von Braga, die auch so ein paar Lieder anstimmt, die sitzen auf jeden Fall dort hinten. Ansonsten ist auch der Stadionsprecher einfach hier ein bisschen Capo. Finde ich auch geil. Ich höre, Braga spielt das wirklich gut. Gutes Ding. Ja, Rodri, lass dich nicht verarschen von Modric da. Der kann nichts. 800 Mal Champions League gewonnen, Junge. Du bist Meister mit Schalke, ist besser. Rodri bringt ihn. Bringt ihn gut. Schade. Ja, ein bisschen Applaus hier. Ah, schade, Rodri. Die sind gefährlich. Oh. Wow. Rodrigo, vamos! Rodrigo 01. Das ist das in Madrid! Film mal den da vorne. Hinter uns wird so geschimpft. Oh, guck mal hier. Guck mal da. Ey, schade, Alter. Ich finde, Braga hat es richtig gut gemacht bis jetzt. Ich finde, die waren die erste Viertelstunde die bessere Mannschaft. Boah, das war so krank gemacht von Vinicius. Da machst du halt nichts, ne? Das ist natürlich einmal. Okay. Eine Chance, dafür kriegst du krank. Aber ohne Spaß, also, sag ehrlich, Braga war die erste Viertelstunde wirklich besser, Alter. Die haben so gut gespielt. Und ich bin wirklich positiv überrascht von der Stimmung, ne? Ist jetzt gerade ein bisschen tot, ne? Wegen Rückstand, aber ihr habt es ja selber gesehen. Hab ich gar nicht so erwartet. Das ist echt geil. Oh! Nächste Ecke.
Ich probiere da magische Sachen. Okay, Junge. Super Ball. Wie spät, Digga. Oh, Fede, Fede. Oh. Madrid ist jetzt richtig im Flow, haben viel mehr den Ball. Ja. Auf erstmal. Ja, schön. Halbzeit. Ey, wirklich, muss ich sagen, starkes Spiel bis jetzt von Braga. Madrid führt, einmal richtig klasse vorne rausgespielt. Aber ich sag's euch ehrlich, ich bin sehr, sehr positiv überrascht von Braga. Die haben wirklich echt 9-7 Schüsse, sagt gerade die Anzeige. Ja, die machen es schon ehrlich gut. Dafür, dass sie halt so krasse Außenseiter eigentlich reingehen. Ne? Ja, muss man ja auch sagen, Braga hinten raus glücklich gegen Union gewonnen. Die sind ja in derselben Gruppe. Aber die machen es echt richtig gut, spielen guten Fußball. Stimmung, muss ich sagen, ist nach dem 0-1 schon ein bisschen tot gewesen. Ja, ist schon ein bisschen runtergegangen. Aber zweite Halbzeit noch mal gucken, ob hier was geht. Ich bin heute Fan. Hier, schau mal. Gib dich mal den Stuhl hier. Ich wollte da gerade rüber klettern. Hast du TÜV geprüft? Nee, das ist nicht mehr TÜV geprüft. Alter, ich hab Angst, dass es hier auseinanderfällt hier. Nee, alles gut, alles gut. Du machst das um. Hier nochmal der wunderschöne Anblick. Wir werden jetzt hier mal nach was Kleinem zu trinken suchen. Schauen wir mal. Jetzt? Sehr, sehr geil. Ich finde den Vibe halt in diesem Stadion echt krass. Also das ist halt wirklich was Einmaliges. Ich dreh mal hier vor euch die Kamera, wenn man hier runterläuft. Schon wild. Ich finde vor allem da hinten diese Fernsehtürme geil, die sie aufgebaut haben, wo dann noch gefilmt wird. Das ist auch krass. Gucken wir uns die ganze Geschichte mal an hier. Keine Ahnung, ich glaube, bei mir wird es ein Wasser. Eingekleidet. Rein geht's in Halbzeit 2. Also darauf bin ich jetzt wirklich gespannt. Ich habe es einfach mal blind genommen, weil es alle genommen haben. Scheint irgendwie so ein Ding zu sein. Ich sag euch ehrlich, Freunde, schmeckt verrückt. Hofmann, wollen die Kombi? Ich sag euch ehrlich, ist nicht so meins. Boah, Rodri, Junge! Stark, Junge! Ja! Ah, so gut von Rodri! Ecke! Komm, Junge! Ja, Mann! Und ja. Boah, Drecksball. Oh, er ist so gut. Nein, wie billig. Ja, mach das schlau, ist halt Modric. Boah. Alter, super. Stark. Ja. Bellingham, 2-0. Überragend gemacht von Vinny und Bellingham. Da ist er wieder, der Jubel. Sagst du, du hast einen neuen Lieblingsspieler? Oder er gibt mir unauffällig Hand. Er ist der Coolste, Digga. Er ist der Coolste. Ja, der rechts neben mir ist auch mal Dritte. Was? Ja, der ist auch mal Dritte. Ich finde es halt bei so Top-Mannschaften wie Real immer so krass, dass sie halt wirklich nur diese ein, zwei Aktionen brauchen, diese kleinen Nagelstiche. Da macht's patsch, patsch. Boah. Aber Braga spielt wirklich gut. Die haben auch gute Chancen, aber es fehlt immer der letzte Pass. Oder kriegen das Ding nicht ganz aufs Tor. Tor zählt, 0-2. Schade, Alter. Let's go, Mann! Digga, so geil. 2 Minuten nach dem 0-2
Direkt der Anschluss, Alter. Alvaro Giallo, 1-2. Let's go. Oh, da gibt's Stress. Oh, da gibt's Stress. Da ist ein Madrid-Fan. Ah, ich weiß, raus die Sau. Oder ich halte mich so bedeckt hier. Digga, der Real-Fan war ein bisschen zu krass. Oh, so geil, die beleidigen ihn ja alle. Die Ordner stehen schon da unten. Die ziehen ihn raus. Oh. Oh. Hey! Digga, die stehen hier immer noch alle. Alle schimpfen auf diesen Real Madrid-Fan. Ja, zu Recht auch. Scheiß Madrid-Fan. Ich glaube, man kann sich die Beleidigung denken, Digga, die hinter uns fallen. Ejo de puta. Geil, der Mann da hinten ist es, hat jetzt eine Jacke angezogen, hat sich gerade hingesetzt. Der Mann hat jetzt eine Jacke an. Ab jetzt bedeckt halten. Oh! Foggy! Ja! 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 Mann! Oh mein Gott! So knapp! Tor, Mann! Oh! Digga, der Ball liegt einfach auf dem Berg. Digga, der Kessel kocht so krass. Geil, Alter, es ist so spannend auf einmal. Nein, nein, ja! Yes! Gleich kommt wieder der geile Fangesang. Jetzt. So geil. Stadion ist ausverkauft. 29.820 Fans passen hier rein. Ausverkauft das Ding. Geile Stimmung, muss ich wirklich sagen. Kurz nach dem 0-1 war ein bisschen tot, jetzt sind sie wieder da. Lol. Joao Moutinho kommt rein. Also den habe ich ja gar nicht kommen sehen. Ich wusste gar nicht, dass er noch kommt. Geil, Alter. Legende, Joao Moutinho. Rein mit dir, Junge. Gut, ne? Ich schwöre, Rot gespielt richtig gut, Alter. Oh! Mit Frust, Digga, ich kann's verstehen, Mann. Rodri, bitte mach es! Rodri! 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 Geht, was er braucht! Oh! Oh! Hand! Hand! Bellingham geht raus, wird behandelt. Oh. Nee, kein Elfer. Scheiße. Schön. Digga, die drücken hier Real Madrid an die Wand. Schiri pfeift ab. Schade, Alter. Schade, schade, schade. Okay, Al am Ende wirklich gottlos auf Zeit gegangen. Schön runtergeschwitzt das Ding. 16-13 Schüsse. Die haben halt echt gut gespielt. Boah, da unten ist Stress. Da unten gibt Stress. Rüdiger ist wieder mit drin. Guckt euch Rüdiger an, der ist so sauer. Gab nochmal richtig Kraft da unten. Da ist er, Rodri. Sehr, sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Schade, Alter. Stimmung trotz Niederlage. Nach Abpfiff wirklich Weltklasse. Hört es euch an. Sehr, sehr geiles Erlebnis hier gewesen. Schade, dass nicht mehr drin war. Mann, die hätten es echt verdient gehabt. Die Spieler laufen gerade auf uns zu. Gibt nochmal Applaus hier von der Tribüne. Gerade kamen auch die anderen Ergebnisse rein. Union Berlin mit der dritten Niederlage. Da sieht es sehr, sehr schlecht aus. Das ist tatsächlich gut für Braga, die dann vielleicht in der Euroleague weiterspielen können. Die stehen ja jetzt bei 3 Punkten. Denke mal, Neapel und Real werden durchgehen. Wir sitzen jetzt hier so Mutterseelen allein auf der Tribüne. Hier ist alles leer. Matchfazit, ich muss sagen, deutlich knapper als gedacht. Ja,
Also am Ende ein bisschen geschwitzt, glaube ich. Ja, am Ende hat die Prager Radar beim Rucksack, muss man ehrlich sagen. Die haben schon echt gut Druck gemacht am Ende. Es war krass, also Real Madrid natürlich, ne, die individuelle Qualität. Vinicius und Bellingham haben schon teilweise böse Sachen gemacht. Aber wahrscheinlich auch bei mir ein bisschen Brille mit dabei. Ne? Ich fand, Rodri hat auch wirklich ein geiles Spiel gemacht. War auf jeden Fall sehr, sehr geil. Nices Erlebnis mal hier gewesen. Ich finde es einfach krank, weil das mal so was ganz anderes ist. Also ich habe so ein Stadion noch nicht gesehen. Klar, wenn du da noch Ränge hättest, wäre es natürlich geil. Aber ich glaube, die brauchen ja auch nicht unbedingt mehr als 30.000 Plätze. Und das ist ja auch das Besondere an dem Stadion, dass es eben in diesen Berg reingebaut ist. Wenn ihr das hier nochmal seht, ich finde, das hat irgendwie schon einen Vibe, wenn wir jetzt hier so am Felsen sitzen. Ne? Und einfach ein, zwei Mal kam der Ball einfach zurück vom Felsen getreit. Wahnsinn, ey, geiles Ding. Guck mal, da unten wird noch ein bisschen Fernsehen gemacht. Und wir gucken mal, was der Abend jetzt hier gleich noch bringt. Das wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Das haben wir gerade in der Hektik nicht mitbekommen. Einfach alles in diesem Berg drin. Da ist der Aufzug. Schau mal, wie das hier in den Berg rein betoniert worden ist. Das hat schon Stil, Digga. Ich glaube, ich gehe den Leuten richtig auf den Sack damit in dem Vlog. Ne? Ich habe so 500 Mal was über diesen Berg erzählt, Mann. Ich finde es halt cool. Ich finde es halt cool, Mann. Habt ihr was noch nicht gesehen? Ich finde es cool. Ey, Bro, haben wir uns gerade hier irgendwie reingeschmuggelt und sind direkt neben dem Real Madrid Mannschaftsbus gelandet? Digga. Ich sag, da hinten, letzte Reihe, sitzt Winnie mit Rüdiger zusammen. Ja, ja. Was ist das für ein... Digga, wie sind wir denn hier reingekommen? Bruder, warte mal ganz kurz, wir müssen ja durch. Wie sind wir hier gelandet, Digga? Wir sind absolut richtig. Also Leute, ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich glaube, hier laufen gleich die ganzen Real- und Braga-Spieler lang. Also das ist der Mannschaftsbus. Hier ist übel das Aufgebot. Der Mann macht sich schon ready. Digga, das kann sein, dass du jetzt dein Foto mit einem Realspieler kriegst. Bro, ich mach das für dich, ne? Du musst dich einfach nur daneben stellen. Ich hab dich. Bitte, habe ich einen Knick in der Optik? Oder ist es da hinten Ricardo Horta von Braga? Mal kommentieren hier, wenn ihr schlau seid. Ich glaube, das ist er doch, oder? Der umarmt da Leute, wird aufgemuntert. Ich glaube, das ist er. Digga, es ist krank. Hier kommen halt legit wirklich die Spieler her. Einfach Bruder, das ist unsere Chance. Digga, also weißt du, was du gleich für eine Chance hast? Die kriegst du einmal im Leben. Wir haben gerade abgeklärt. Wenn ein Real Madrid-Spieler kommt und es in Ordnung ist, haben wir das offizielle Go. Ja, dann darfst du. Ich kollabier wirklich. Mach ruhig. Mach einfach. Atme einmal aus und wieder ein. Da ist Alaba. Er macht Fotos. David, können wir ein Foto machen? Ja. Es ist passiert. Das war David Alaba. Alles klar, Jungs. Verschieben. Ist das geil, Alter. Oh, ist das geil, wirklich. Ist das geil. Ey, ich bin selber am Zittern, ne? Wie korrekt war er, bitte? Bruder, wie cool ist er? Er war wirklich cool. Alter, ich hab selber einen Zittrig, ne? Muss ich ehrlich sagen. Das ist schon... Digga, du hast gerade ein Foto, Bruder, mit einem Real Madrid-Spieler gemacht. Mit einem dreifachen Champions-League-Sieger. Digga, das ist ja Vogelwitz. Die fucking Nummer 4, Bruder, bei Real Madrid. Toni, können wir ein Foto mit ihm machen? Ja, cool. Wir haben beide gerade ein Foto mit Toni Kroos gemacht, Digga. Was geht denn ab, Alter? Was? Ich bin schon. Die Deutschen kriegst du halt. Digga, du musst einfach Deutsch reden. Das ist wirklich Deutsch. Ja, das ist es. Ich versuch Rüdiger. Rüdiger macht. Ey, was ist das für ein Lifehack, dass die ganzen Deutschen bei Real spielen? Deutschen ist geisteskrank, Digga. Toni, können wir ein Foto machen? Digga, kannst du mich mal kneifen? Ich realisiere das gerade nicht, Bruder. Digga, guck mal. Ich realisiere das gerade. Digga, wir haben gerade mit der Hälfte der Realmannschaft Fotos gemacht, Digga. Was geht da? Ich kollabier gleich wirklich, Digga. Ich mein's krass ernst. Ist das geil, Alter, wirklich. Bruder, meine Beine zittern. Das werden wir erst morgen realisieren, was hier gerade passiert ist, Digga. Wie gut war das? Wir sind da einfach durchgelaufen. Wir haben ganz normale Tickets, wir haben uns einfach reingesneakt, Digga. Bruder, wir dürfen den Platz nicht verlieren. Ah, vor uns steht noch Camavinga mit seiner Family. Right. Ist ja auch entspannt. Bisschen am Chillen. Steht einfach so 8 Meter vor und ganz casual. Also wir sind mittlerweile bei 4 Real Madrid-Profis angelangt. Bruder. Der Mann wollte unbedingt noch Fran Garcia haben. Ich hab's dir gesagt, Bruder, Fran Garcia war wirklich so auf der Wunschliste. Bruder, ich kann das nicht. Oh, Valverde macht Bilder, Alter. Oder Valverde. Valverde, der geisteskrank. Valverde, please. Ist okay. Egal, hast 4, Digga. Es ist nicht so schlimm. Ich muss wirklich mal eine Sache sagen, ne? Wir haben ja auch schon vieles erlebt, schon ein paar coole Leute getroffen. Aber Real Madrid-Spieler ist ein anderes Level, Alter. Das ist geisteskrank. Also das ist wirklich next Level. Wie cool auch Level. Die Deutschen waren zu uns. Vor allem David. Die waren so korrekt, Alaba, muss man wirklich sagen. Perla Mondi, Freunde. Auch am Start. Prinz. Winnie!
Da ist einfach Luka Modric, Digga. Er hat noch ein Foto mit Modric. Oder mit Luka Modric. Geisteskrank. Vinicius hat leider nicht geklappt. Aber der... Was hast du für Sprache gesprochen? Bruder, ich hab Bosnisch mit ihm, ich hab ihn gefragt, Moje, in das Liga, kann ich ein Foto haben? Er meinte, Moje, es geht klar. Bruder, es ist wirklich krank. Ich will mich auch hier nochmal live bei Broski bedanken. Alles gut, das alles ist geil. An Rodri für die Tickets, an die Community, ja, dass du sowas ermöglicht. Rodri, auch nochmal Kuss an dich. Das ist Wahnsinn, wirklich. Ich stand einfach gerade einen Zentimeter neben Bruder, das ist so wild. Guck mal, ich sag euch ehrlich, das ist cooler als jeder Real Madrid-Spieler. Das ist cooler. Rodri! Hey. Was geht, was geht? Alles gut? Hey, gut gespielt, Mann. Wie geht's dir? Alles gut? Wie war? Hart, schön hart. Warst du duschen wenigstens? Hä? Warst du duschen? Nein, ich hab Doping. Ja, du riechst ein bisschen scheiße. Ehrlich? Nein, geht, geht. Machst du ein Foto mit denen? Ja. Ja, die haben die ganze Zeit gefragt. Guck, haben wir der netten portugiesischen Familie hier links neben uns auch noch einen Gefallen getan. Die haben uns so supportet, weil die gerade so süß. Die haben uns so supportet. So süß. Thank you. Leute. Leute. Alles Gute. Okay, ich glaube, Real Madrid-Spieler sind durch. Was ist das eigentlich für ein Schiff, dieser Real Madrid-Bus? Das ist ja komplette Fisch. Oh, guck mal, die kriegen auch noch mal ihr Foto hier. Ist das geil, Alter. Guck mal, die Prager-Spieler sind ja auch noch dabei. Kriegen die Jungs auch noch ihre Fotos. Die Familie links ist so cool, Digga. Was ein Film ist das hier. Guck mal, das ist hier vom Opa. 50 Jahre Mitgliedschaft im Golf. 50 years. Wow, that's crazy, man. That's crazy. Also ohne Spaß, das hier ist so ein bisschen unerwartet zu einem unserer krassesten Tage in unserem Leben geworden. Das war so krank, Junge. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin jetzt sprachlos und morgen, glaube ich, bin auch komplett sprachlos. Wir haben einfach casually mit Real Madrid-Spielern gechillt einfach. Jo. Also, fehlt so ein bisschen die Worte, weil ich auch so ein bisschen im Fanboy-Modus bin, fairerweise. Die portugiesische Familie neben uns war so nett, ne? Die waren so krass. Wir haben die immer supportet, dass die Fotos mit den Braga-Spielern kriegen. Und die standen vor uns und die haben immer die Real Madrid-Spieler reingerufen. Der eine Opa hat immer so, hat so auf Anus gezeigt, weil ich so ein Süßer. Ey, krank, Alter. Wir fahren jetzt noch zu Rodri nach Hause, chillen da noch ein bisschen. Ja, wild. Ja, der Mann hat heute Camavinga angefasst. Dani Carvajal gegen die gespielt und wir fahren stimmt jetzt zu ihm. Also ich habe jetzt quasi, ich habe jetzt gerade quasi Real Madrid-Spieler auch richtig angefasst. Hast du auch, Digga. Wir haben gerade das gemacht und erlebt, wovon, wenn man ganz ehrlich ist, jeder Fußballfan träumt. Digga, ihr müsst euch das mal... Das werden jetzt safe einige denken, wir übertreiben, so ist doch nur ein Bild. Aber Bro, Toni Kroos, für mich jetzt persönlich, ich habe ja gesagt, ich will eigentlich, alles kann alle machen, wenn die sich Zeit nehmen, mache ich auch eins. Und Toni Kroos war bei mir so ach, weit oben auf der Bucketlist, ja, weil das für mich der mit Abstand krasseste deutsche Spieler ist. Ich bin sprachlos, Digga. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin diesem Stadion für immer dankbar und diesem Eingang da, 06, wo wir uns einfach reingesneakt haben. Einfach ich probiere mir das sogar. Einfach da sind wir reingegangen, ohne dass wir es durften. Wobei ich... Also, ist ja auch egal, Digga. Scheiß drauf. Ist das hier strafrechtlich relevant, dass wir da einfach reingegangen sind? Scheißegal, ich glaube, das war okay. Haben uns ja nett benommen. Guck mal, Freunde, wo wir uns ja eingeschleust haben. He? Bei der ganzen Familie im Haus. Hast alle deine Umbres mitgebracht? Ja. Gegen Real Madrid normal, alle Leute hier. Aber gegen andere, nur Emily. Also, die ganze Familie sitzt hier. Und hier ist so ein bisschen der deutsche Tisch. Und Anis und ich, wir müssen so ein bisschen, du musst übersetzen für uns. Mögen die uns? Hm? Mögen die uns? Was ist das? They like you. Who? They lose family. Ah, natürlich. Ja, ist gut. Ja, ja. Wie war das Spiel? Hi. Wir machen ein bisschen, Post-Match-Interview. Wer war dein härtester Gegner heute? Ja, war hart. Ich glaube, Real Madrid ist einer der... Ja, aber welcher Spieler? Ah, welcher? Luka Modric. Ja. Der hat dich einmal gefoult, ich hab's gesehen. Ja, ja. Er kommt für mich mit Real Madrid. Ja, das ist ein bisschen das. Er soll nicht respektlos sein, wirklich. Tut mir leid. Er hat sich aber einen Matchday-Schal geholt, ne? Guck mal, mit wem der Trikot getauscht hat. Original von heute. Dreh mal um. Valverde. Fass mal an. Komm. Getragenes Trikot von Valverde. Das ist crazy.
Leute, TV-Show, Gamer Brother TV-Show, ich bin da nächstes Mal. Oh, das war Einladung zur Broski-Show, das halten wir fest, das halten wir fest. Wir machen auf Deutsch aber, ne? Ja, kannst du Deutsch? Schon hart, aber... Wenn ich frage, Herr Salazar, was sind Ihre Ziele für die nächste Saison? Champions League Sieg. Freue mich so raus. Mach mal Ende vom Vlog, mach mal Abmoderation. Leute, vielen Dank für diesen Vlog. Wir sehen uns nächstes Mal.